guckt ihr mich denn an? Nein. Er wollte sich sicherlich. Das Land der Maut. So, weiter geht's. So, kein richtiger Arzt nochmal hier. Der Vertrag scheint sich gerissen. Den einen oder anderen Gruß habe ich ja auch gleich noch. Ja, auch leider an dieser Stelle. Deutsch-polnische Grenze hier. Da könnte man noch mal ein bisschen mehr Leben reinbringen. Ja, man könnte hier mal ein Treffen veranstalten. Los, weg von den anderen. Wir müssen noch bis Paris. Wir sind jetzt gerade erst in Deutschland. Wird also noch ein bisschen dauern. Eine schöne lange Fahrt war da vor uns. In der rechten Spur bleiben. Entfernt am Horizont fährt ein LKW. Berlin, Leipzig, Magdeburg soll ich weiter fahren. Ja gut, okay, klar, über Leipzig kann man da auch.
solche Straßen und schon ist ein bisschen mehr Verkehr auf der Straße. So ist das. PC-Wetter gleich Outdoor-Wetter. Nur am Schiff. So regnet. Wie wir norddeutschen Vögel so sagen. Den Trick falle ich nicht rein. Das war F7 und Enter. Einfach da stehen bleiben oder ein Game Crash. Auf so eine Kacke habe ich keine Lust. Bisschen Regen mit ein bisschen Gewitter. Sehr schön. Du, 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 du. Eine schöne Strecke, eine Kurve, schöner wie die andere.
Der Herr vor mir fährt definitiv nicht vorbildlich. Tempo könnte 90 sein. Das ist relativ in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Ich weiß, dass es wohl machbar und geduldet ist, aber erlaubt sind wohl 80 auf unserer Autobahn für Deutschen. Aber über durchgezogene Linien und Kurve fahren. So wie er es bei der Abfahrt eben getan hat, ein absolutes Problem. Wenn wir hier jetzt rausfahren müssen über die Tankstelle, damit ich die frei gefahren habe, auf der anderen Seite bei. Ich will dich schon mal zum Danken. Sag dann immer, man kann ja nicht alles haben. Jetzt muss er noch nichts anhalten. Das. Fahr ich lieber ein bisschen. Abstand dran vorbei. It's gonna be a hell of a ride. Maximum Force Readiness. So, ja, wie gesagt, es geht hier bis 23 noch weiter mit mir. An dieser Stelle. Dann gibt's ja gleich noch.